Wenn du möchtest, dass die Beziehung zu deinem himmlischen Vater okay ist und du wächst in dieser Beziehung, ist es unerlässlich, dass du auf deine irdischen Beziehungen schaust. Und wir leben heute in einem Kontext von Trennung, von Scheidung, von Streit in Familien. Es ist unvermeidbar, dass du die ideale Top-Vater-Beziehung hast. Das kann gar nicht sein. Und deswegen glauben wir, es ist dringend notwendig, diese Beziehungen aufzuarbeiten. Und wir erleben in der Jüngerschaft regelmäßig das, dass wenn junge Erwachsene beginnen, an ihrer Gottesbeziehung zu arbeiten, dass sie automatisch zur Beziehung ihrer Eltern, ganz speziell zum Vater, hinkommen. Und wir dürfen Wunderbares erleben. Wir dürfen erleben, wie Jünger beginnen und aufgebrochene Krusten in der Kommunikation, in der Beziehung mit ihren Vätern backen und hier Veränderung in die Familie reinkommt. Die gebrochenen Familien von heute sind ein Riesenhemmnis, um Vertrauen zu diesem gewaltigen Gott und Vater zu bekommen. Da müssen wir rein und da müssen wir echt dran arbeiten, und das ist Jüngerschaft.